Ja, wie Sie am Chart schon erkennen können, wollen wir heute einmal ein paar Dinge über Amazon Ihnen mitteilen. Nachdem jetzt Jeff Bezos bekannt gegeben hatte, dass er ja, am Ende dieses Jahr nicht mehr der Geschäftsführer von Amazon sein wird. Klar ist er immer noch der Hauptanteilseigner und wird natürlich trotzdem in vielen Prozessen oder Entscheidungen natürlich mit involviert sein. Aber dann geht das Zepter an Andy Jassy, der jetzt schon seit 1997 als einer der ersten direkten Mitarbeiter von Jeff Bezos im Team ist und damals, glaube ich, sein direkter technischer Assistent war. Also von daher wird es da eine Fortsetzung geben, sicherlich von allem, was wir bis jetzt gesehen haben, auch in den nächsten Jahren. Ob es dann auch mögliche Investoren noch überzeugt, wird sicherlich erst auf dem längeren oder am längeren Weg dann schlussendlich zeigen. Glaube aber insgesamt die Strategie und alles, was Jeff Bezos bis jetzt auf den Weg gebracht hat, wird sich in der Form nicht groß ändern. Was vielleicht für Investoren wichtig ist, gerade auch für kleinere Anleger, da die Aktie ja jetzt mit 3.333 Dollar, würde ich mal behaupten, nicht ganz so teuer, nicht ganz so günstig ist, dass man halt hier auch größere Stückzahlen oder so etwas handeln kann, glaube ich, gibt es eine sehr gute Möglichkeit, das hier direkt über Interactive Broker zu machen. Sie haben nämlich auch die Möglichkeit, hier sogenannte Fractional Shares zu kaufen. Das heißt, ich kann es Ihnen vielleicht hier kurz einmal zeigen. Man gibt im Prozent, gibt einfach nur den Betrag an, den man handeln möchte, und somit hat man dann die Möglichkeit, nur einen Anteil der Aktie im Prinzip zu erwerben. Das Ganze können Sie in Ihrer Kontoverwaltung über die Permissions freischalten lassen und sollte ja für alle gelten, die jetzt direkte Interactive Broker Kunden sind. Das heißt auch für jeden, der jetzt aus der EU jetzt zu IB Ireland migriert wurde, sollte die Möglichkeit haben, jetzt auch sogenannte Fractional Shares zu handeln. Ansonsten, wer vielleicht nach anderen Alternativen sucht oder wo jetzt vielleicht noch andere Möglichkeiten eine Rolle spielen können, das können wir uns auch gern mal hier direkt in der TWS anschauen. Wenn wir einmal in unsere Watchlist gehen, gebe ich einfach mal entweder das Kürzel oder den Namen Amazon ein, dann werden Sie schon sehen, er gibt mir eine Möglichkeit, was ist denn überhaupt alles handelbar. Es ist, glaube ich, jetzt nicht entscheidend, ob Sie das Ganze an der deutschen Börse, Schweiz, Mexiko oder Amerika handeln. Der Preis wird sich natürlich jetzt nur nach Währung, sage ich mal, etwas unterscheiden. Teuer ist die Aktie überall. Optional sind, glaube ich, Alternativen für jetzt kleinere Konten neben den Fractional Shares, CFDs. Da muss man natürlich immer ganz genau auf den Interest oder die Zinsen achten, die natürlich hier anfallen für die Margin, die Sie jetzt nutzen. Also für Langzeitinvestitionen bei Amazon, ja, würde ich jetzt CFDs eher als nicht so geeignet erachten, weil der Kostenstruktur natürlich hofft, einiges an Prozentpunkten des Gewinns, wenn sie im Gewinn sind, natürlich wegnimmt. Oder natürlich auch immer eine Alternative sind Optionen. Optionen sind natürlich bei diesem Wert auch dementsprechend teuer, dadurch, dass der Wert an sich ja schon so hochpreisig ist. Gibt es aber hier auch gute Alternativen, sage ich mal, im Bereich Spreads, wo man auch dann ein Debit- oder Credit Spread bilden kann, um da auch das Risiko rauszunehmen, weil man muss ja auch immer beachten, eine Ausführung könnte auch jederzeit bei Amazon möglich sein. Also, um es nochmal kurz zusammenzufassen, Sie können das Ganze über CFDs, über Optionen. Es gibt natürlich auch sicherlich noch andere strukturierte Produkte auf Amazon wie Fractional Shares handeln. Und vielleicht, um nochmal kurz zurück auf den Titel selbst zu gehen. Die Reaktion gestern, ich will nicht sagen, war jetzt eher verhalten, das war für Amazon schon kleine rote Kerze hier von 3.423 auf 3.333, aber jetzt nichts Außergewöhnliches, und ich glaube, das würde jetzt auch im ganzen Chartverlauf keinen größeren Impact haben oder keine größeren Folgen haben. Sie sehen,
Die Aktie bewegt sich relativ stabil, kann man sagen, hier seit September zwischen 3.000 und 3.500 Dollar. Also jetzt eine recht große Seitwärtsbewegung, die wir in den letzten Wochen hier sehen. Und ja, für weitere interessante Infos, wie erwähnt, folgen Sie gerne unserem Kanal. Ich würde mich freuen, wenn ich Sie auch bei den nächsten Videos wieder mit begrüßen darf.